Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ultimate General Civil War. Wir haben den 6. Mai 1864, sind an Broke Road und unsere Armee nimmt an der großen Operation in dem Gebiet namens Wilderness teil. Teile unserer Armee versuchen, ließ isolierte Truppen von HP Hills Korps an der Kreuzung der Orange Plank Road und der Broke Road anzugreifen. Sie können anderthalb Korps für den Angriff abstellen, denn es wird erwartet, dass der Feind in Unterzahl ist. Bewegen Sie Ihre Truppen vorsichtig durch den Wald und vertreiben Sie HP Hill von seiner Position. Und das machen wir mal mit dem Korb von Heinrich und also den ersten und den dritten Korb. Der braucht ja mal ein bisschen Erfahrung. Und ja, let's go. General, es scheint, als ob wir den Rebellen zahlenmäßig überlegen sind. Ihre Brigaden sind in den Wäldern verstreut und versuchen, die gute Deckung hinter der Broke Road auszunutzen. Marschieren Sie die Orange Plank Road entlang und greifen Sie die Rebellen an. Das war's, männlich. Ein bisschen zu einfach. Aber es war halt ein kleines Geplänkel. Das heißt, hier ist die Position, die wir einnehmen müssen. Das heißt, hier wird alles voll sein. Hier wahrscheinlich auch. Das heißt, wir werden flankieren und hier hinten flankieren und ein bisschen in die Mitte gehen. Aber nur ein bisschen. Die Kanonen kommen in die Mitte. Haben nicht so viel. Drei, doch vier Kanonen. Munitionswagen, Heinrich. So, was haben wir denn noch alles dabei? Kavallerie. Kavallerie. Können wir mal Start drücken. Pause. Die Kavallerie soll mal hier checken, ob da was ist. Wenn nicht, schicke ich da schon mal vier Leute lang, die hier mal in Position gehen. Ich denke mal, hier werden definitiv Einheiten sein. Ich meine, wir marschieren frontal drauf zu. Da wäre es ja nur sinnig, wenn sie in den Wäldern sind. Und wir versuchen mal, die aus den Wäldern seitlich rauszuschießen. Die Kanonen. Weiß ich schon gar nicht mehr, was ich alles angeklickt habe. Aber doch, die da noch ganz schön viel. Einfach nur hier vorne hin. Die Kanonen ziehen sich auch erstmal bis hier vorne hin. Heinrich hier hin, Munitionswagen ziehen wir auch hin und dann gucken wir mal gleich, was sich nicht alles bewegt. Okay, das heißt, ihr beide geht dann in diesen Wäldchen rein. Und ihr beide. Tja, keine Ahnung, Reserve. Puh, mal gucken, wo der Feind steckt. Ich erwarte eigentlich hier auch noch Jäger quasi, die wahrscheinlich hier in den Feldern hängen, vielleicht auch hier in den Wäldern. Aber bisher haben wir nichts aufgedeckt. Oh, dich habe ich auch nicht bewegt. Gut. Dann rennen wir dahin, Wickham. Komm, ich bin mal mutig. Oh, da ist was. Okay, die rennt schon. Ab in den Wald, ab in den Wald. Oh fuck, aber hier ist nichts. Komm, dann könnt ihr euch den Weg sparen. Geht mal hier hin. Und du rennst mal dahin weiter. Hier ist eine Einheit. Bitte einmal eliminieren.
Kanonen weiter nach vorne. Ja, kommen sie noch in den Bereich? Nee. Oh, da ist was. Feindliche Kavallerie. Komm hier in den Wald zurück. Okay, ich glaube... Ehrenbrigade ziehe ich da nochmal hin. Die Mitte soll ja nur so ein bisschen Scheinangriff werden. Oh nein, Ehrenbrigade weiter. Ach komm, die ist da auch nochmal lang. So. Ihr vier. Attacke. Und Kavallerie, da kommt doch was. Charge! Holt ihr euch? Hier geht man den Wald hier entlang. Und du gehst da auch hin. Und ihr tötet doch mal ein bisschen. Okay, das sind Einheiten. Ja, schlachtet sie ab. Alle Mann. Ran. Attacke. 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 Die werden hier schon irgendwo stecken. Feuer. So, Kanonenfeuer aufteilen. Feuer. Feuer. Okay, das heißt, hier ist keiner. Ran. Ihr kommt hier hin und die Kavallerie hat noch Spaß, oder was? Oh, hier ist ja ganz schön viel. Halt und schießen. Er muss weg. Force, Nahkampf. Nein, den Nahkampf unterbrochen. Ihr Schweine! Wo ist denn die Einheit hin? Entflankiert? Ach! Ach, die haben noch... Warum haben sie die aufgehört, die zu töten? Los, weiter. Nein, 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 nein. Ihr dahin. Schießen, 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 schießen. So, ab in den Wald, ab in den Wald. Ran. So, ihr kommt dann gleich da rum. Hier in der Mitte wird es ein bisschen enger. Doch, warum lebt der noch? Wo ist die Kavallerie hin? Ach, die metzeln dann noch. Da kommen sie.
Halt nicht in den Nahkampf laufen. Ihr sollt in den Wald laufen. So, die laufen, das ist gut. Dann könnt ihr drei euch hier hinstellen. Ihr beide zieht euch hier hin. Und dann schwenken wir um. Kavallerie, ab in den Wald, Kundschaften. Nahkampf. Stück vor. Vielleicht brauchen wir auch gar nicht so weit. Kavallerie, gucken, ob da was ist. Die laufen. Halt, lass sie laufen. Die kommt. Nee, kommen wir da weiter. Da sind es auch jede Menge Einheiten. Weiterkommen. Ah, das ist die Kavallerie. Und ich muss mal kurz Pause machen. Ich komme hier mit dem Nachrücken nicht hin. Geht ihr in den Wald? So, jetzt müssen wir hier. Du kannst auch nochmal hier hingehen. Ihr drei geht in diesen Wald. Ihr beide. Na gut. Ihr beide kommt hier nach. Weiter. Wo die Kanonen nachrücken. Kanone, Kanone. Nachrücken. Texas Brigade ist hier. Longstreet muss in der Nähe sein. Das ist scheiße. Die kriegen Verstärkung und wir haben sie noch nicht weg. Sind noch nicht weg. Weiter. Los, Angriff. Halt, in den Wald bleiben, näher kommen, reinkommen. Ah, wird flankiert, klein wird flankiert. Halt! Ach, der ist tot. Kommt mal von der Seite. Wir müssen die da irgendwie wegkriegen. Heinrich, ab in den Wald. Wir brauchen deine Motivation. Halt! Planänderung. General, Ihre Aufgabe, HP Hills Corps von der Broke Road zu vertreiben, ist komplizierter geworden. Die Texas Brigade, die Vorhut von Longstreet Corps, wurde gesichtet und ist absolut sicher, dass Longstreet vorrückt, um uns anzugreifen. Ach du Kacke. Um die Broke Road zu sichern, müssen wir uns auch in diesen Wäldern verschanzen und die Angreifer abwehren. Ach, jetzt macht das auch Sinn mit der Verstärkung.
Die kommt bestimmt gleich von da hinten. Außerdem dürfen wir die Kontrolle über dieses Hauptquartier das nicht verlieren. Und Verstärkung, okay. Pause. So. Ja. Die müssen wir wieder zurückziehen, quasi. Und die müssen sterben. Ja. Ist leider so. Gucken wir, ob wir es hinkriegen. Was? Die laufen immer noch? Weitere Rebellen-Divisionen nähern sich. Verstärkung, Verstärkung, Pause, 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 Pause. Diese Kanonen. Ich hoffe, es sind alle. Nee, hier ist noch eine. Die Kanonen hätte ich gerne hier. Zu dieser Position. Munitionswagen. Noch da. Der zweite, der kann sich da hinziehen. Zusätzlich, was haben wir noch? Eine Kavallerie. Die Kavallerie hätte ich gerne hier. Und dann haben wir noch hier genau den Wood. Lassen wir mal auch hier. Und die Soldaten können laufen und die müssen wir hier in diese Wälder bringen. Genau. Da mal gucken, was sich bewegt. Da rennt nämlich was vorbei. Scheiße. Wickham. Zurück. Muss er erstmal ein bisschen in der Welt. Ganz links hier. Oh, das ist scheiße. Jetzt habe ich hier Einheiten. Weil die habe ich ja schon alle rangezogen. So, die habe ich auch schon rangezogen. Das heißt, ich brauche die vielleicht zum Nachrücken. Den ziehe ich auch schon mal da hinten hin. Wenn der überhaupt da ankommt. Und du kannst dich dahin ziehen. Ihr könnt dann weiter vorrücken und Platz machen da quasi. Und go. Ich muss nur aufpassen, dass sie nicht gleich hier hochkommen. Dass es nur einen Moment hält, dass wir sie hier weiter wegschießen können. Darum geht's mir gerade. Und oh, warte mal, ich habe nicht alles bewegt, kann das sein? Da ist einer, da ist einer. Das will ich nicht, will ich nicht. Will ich nicht. So, noch mehr Truppen. Wenn die sich hier schon bei mir hier lang geschlichen haben, vielleicht wollen sie hier lang. Packt, machen wir dazu. Und bitte bewegen. Schäfer ziehe ich dann auch nochmal hier schnell rüber. Nahkampf. Ey, was machst du? Läuft er weg oder was? Wickham, Mann! Alter, was ist das für ein Scheiß? Nein, halt! Hui! Oh, Wickham! Lass, komm, komm! Hol den Punkt!
hol den Punkt. Ach, er läuft. Sie kriechen schon da lang. Zurückziehen. Los, der muss doch mal laufen, verdammt. So, Kanonen ein bisschen nachrücken. Bewegt sich da alles? Also, das haben wir eingenommen. Ja, die sind schon da. Die Schweine. Wir hätten hier schon einen Hinterhalt haben müssen. Dann wäre das jetzt easy peasy wahrscheinlich. Jetzt haben wir hier echt einen Krampf. Ab in den Wald. Du rennst hier gleich weiter. Du ziehst dich da mal zurück. Warum sind die noch da? Kann mir das jemand sagen? Einfach mal töten. Boah, die scheiß Kanone noch da drin. Das gibt's doch nicht. Wird auch mal Zeit. So, aus dem Wald raus, da verdammte Scheiße. Es ist mein Wald, nur ich darf hier sein. In die Mitte, falls der läuft hier gleich. Oder er hat sich einfach umorientiert. Das kann man natürlich auch sein. Jetzt wird er flankiert. Ja, kommt sie zurück. Einfach mal halten, Jungs. Halten. Hier hin. Oh, da läuft aber einiges bei mir und bei den Feinden. Wallace ist gut. Oh! Ganz schön harter Kampf. Ach, ich brauche den Heinrich hier. So, komm mal hierher, mach die Lücke dicht. Alter Schwede. Kanonen könnte man ein bisschen nachziehen.
da weiter ran. Rüber da. Kavallerie weg? Nee. Habe ich noch eine Kavallerie hier? Einfach hinter den Kanonen stellen, damit die weiterleben. Apropos Kanonen. Auch diese Kanonen können mal 5 Meter weiter. So, rüber, weiter rüber. Die Schweine hier richtig verjagen. Wo ist General Heinrich? General Heinrich ist mittendrin. Statt nur dabei. Los, der muss weg, damit wir den Kanonen kommen. Oh, ich habe den General gar nicht weiter bewegt. Es sind auch schon Einheiten dahinter. Was geht denn das denn bitte? Pause. So, kommt ihr da mal hin? Warum kann ich die... Ach, die rennen jetzt schon weg. Mutig, mutig. Ah, die haben ja echt schon ein, zwei kleine Einheiten drin. Das ist unfassbar. Die sind vorbeigekommen. Scheiße. Die sind ja vorbeigekommen. Das gibt's doch nicht. Wo sind die denn durch? Wo kommen die denn her? Wo kommen die denn her? Hier ist doch meine Linie noch heile. Wo kommen die denn her? Und vorher war die hier. Ich hab sie nach vorne gesetzt. Alter Schwede, ist das fies. Alter, wie willst du denn jetzt dagegen ankommen? Scheiße. Das ist ja fies. Wo kamen die denn her, ey? So, Attacke. Ja, ein Colonel von uns wurde getötet. Ach,
weiterläuft. Scheiße. Hier. Komm zurück. Du auch. Komm zurück. Auch wenn ich hier für Leute verliere. Montfort hat aufgegeben. Wer ist der Montfort? Hauptsache keiner von mir. Ah, okay, er. Wir sind ja erstmal vorbeigelaufen, ne? Hier geht zu diesem Gebäude. Hier geht in den Wald. Weiter marschieren. Los, schieß sie weg da, Mensch. Ah, Wallace. Doch ein bisschen stressig. Ja, ich glaube, gehe gerade zu weit. Zu weit hätte ich gar nicht gehen müssen in meiner Position, aber jetzt ist auch zu spät. Ja, fliehen die, alter Schwede. Die kriegen auch noch einen ab. Der läuft endlich. Nee, ihr sollt laufen. Ab in den Wald rein. Der Wald ist unser Freund. Attacke, los, ran da! Na, der hält aber auch noch aus hier. Ach nee, komm, lass. Metzel weiß ich, der Herr. Achso, die Kanonen habe ich gar nicht nachgezogen hier. Glaube ich jetzt aber auch zu spät. Das ist wieder so eine Schlacht, da habe ich locker 10.000, 12.000 Mann verloren.
Aber wir haben auch zur Zeit Plus. Alles gut. Ah, jetzt rennen die zurück. Ne? Macht die Kanonen nieder, bevor sie nachladen. Jo, ihr seid dran. Ah, da hinten ist auch eine Kanone. Das war's. Die laufen. Na los, holt ihr euch doch mal alle da. Schön von hinten, das mögen die. Ja, ich habe sie gegen Kanonen laufen lassen. Das ist nicht so klug gewesen. Schön eingekreist. Eigentlich, glaube ich, in echt hätten sie aufgegeben, oder? Wenn man sie so eingekreist hätte. Und wieder ran. Lücke schließen, runterkommen. Jetzt wollen sie hier laufen durch die offene Lücke. Ah, ihr kleinen Schweine. Halt! Also ich weiß, ich habe zu riskant gespielt, ich hätte defensiver spielen müssen. Aber ehrlich gesagt, es hat Spaß gemacht, so richtig schön offensiv zu sein. Und es macht echt gerade noch Spaß, die letzten Leute davon denen zu killen. Und wie gesagt, das ist ein schönes Blutbad, also. Kann ich nur jedem empfehlen. Die Schlacht, die macht Spaß. Na, noch geben nicht alle auf, ne? Ich hätte eigentlich jetzt ein bisschen mehr erwartet hier. Oh, schon mal eine Kanone weniger, die ich geschossen habe. Müssen sie ja nach und nach aufgeben, oder? Ja, wir haben eh schon zu viel Verluste, also von daher. Ich kämpfe weiter. Wir hätten also eigentlich hätten wir hier die Position halten sollen, vielleicht auch mal ab und zu seitlich rauskommen, aber dass ich dann hier reingehe, hätten wir nicht machen müssen. Jetzt machen wir's. So, rennt nur mal hinterher. Schön nach Hause. Checken alles da. Heinrich schicken wir mal Motivation runter. Munitionswagen ist schon empty. Und ran da. Jenkins hat aufgegeben. Das ist schön. 1000 Mann haben wir sicher. Thank you.
So, jetzt drücken wir sie hier aus dem Wald raus. Eine läuft nach dem anderen. Schön anzusehen, macht wirklich Spaß. Holt euch die Munitionswagen. Die wollen hier wirklich durchstoßen. Was für ein Gemetzel. Jetzt rennen sie panisch durch, meine Leute, durch. Lösen sich komplett auf. Die komplette Struktur. Hammer. Macht das Spaß. Wein hat aufgegeben. Noch mehr auf. Alter Schwede. Wohin alles mit den aufgegebenen Leuten, Mann? Ja. Alter Schwede. Oh, hier gibt es Widerstand. Den Widerstand brechen wir. Den letzten Widerstand. Naja gut, den lasse ich noch am Leben da. Habe ich keinen Bock zu. Los, holt ihn euch. Noch eine Salve, kommt. Ihr dürft alle auch noch mal ran. Einmal freischießen. Gut. Jetzt beenden wir aber mal die Schlacht. Und wird immer weiter geschossen? Ja, das lassen wir mal. So. 15.000. Ich sag euch, 5.000 hätten wir uns locker sparen können. Dafür haben wir 2/3 der Armee zerstört von Hill und Longstreet. 10.000 paar zerquetschte bleibt davon nochmal übrig. Also wirklich vernichtend geschlagen. Also 0. Plus, ja. Plus, minus 0 sind wir rausgegangen. Sind aber allgemein im Plus. Gut. Ich höre dann erstmal auf, sonst wird die Folge zu lang. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne einen Like, einen Kommentar oder ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.